Überall Blümchen. Sie blühen in all ihren Variationen. Warum mache ich das jetzt hier nochmal? Ich weiß nicht genau. Eigentlich wollte ich dann nur da hoch. Moment. So. Jetzt hier. So, bumm. Die mache ich auch noch kaputt. Zack. Und... deswegen. Kein bisschen kompliziert oder so, ne? Einmal hier irgendwie über den ganzen Vorgarten verteilt. Dieser dämliche Schlauch. Aber was soll's. So. Die Blümchen blühen. Die Efeuranken wuchern. Der Chase McCain, der hüpft hier hoch und... Oh, so ein Mist. Halt, Polizei! In der Hundehütte verstecken, also sowas. Halt, Polizei! Ich bin ein unschuldiger Clown! Halt, das bezweifle ich. Laufe dir weiter hinterher! Ja. Stehen bleiben! Stehen bleiben, Polizei! Schnu! Zum Glück bin ich eindeutig schneller als die dämlichen Clowns. Bam! So! Du hast das Recht zu schweigen. Okay. Oder so. Wir können das auf die harte Tour oder auf die weiche Tour machen. Die weiche Tour. Einer der anderen Räuber wollte auf einen Frachter springen, falls was schief läuft bei dem Überfall. Ein guter Tag. Und kriege ich diesmal eine hübsche Zelle? Sicher. Wow, das war wirklich die weiche Tour. Du kriegst eine hübsche Zelle. Eine hübsch gummierte. Ja, ja, dafür sorge ich. Chase, allein schon, wer so rumläuft. Dein Timing ist verblüffend. Und ja, er ist in Gewahrsam. Einer der anderen Räuber ist wohl an den Docks. Willst du den auch festnehmen? Ich check mal meinen Kalender. Ruf mich an, wenn du ihn hast. Zu den Docks wollte er. Zu den Docks. Oh, kann man auch mal der Straßenbahn fahren? So, halt, sorry, Polizei. Das ist ein Notfall. Richtig, Entschuldigung, ich wollte sie nicht über den Haufen fahren. Egal. Folgen grünen Stats, um dein Ziel zu erreichen. Na dann. Dann fahren wir mal zu den Docks und gucken mal, was da los ist. Und dürfen wir unsere erste Mission eventuell abgeschlossen haben. Dup-di-dup-di-dup. Wow, schöne Skyline. Kann man da über die große Brücke noch fahren? Ich wette, vermutlich nicht. Irgendwie... Ein bisschen was kann ich ja auf dem Wii U Gamepad erahnen, wie groß die Umgebung sein wird. Aber da wird mit der Zeit sicherlich auch noch ein bisschen was freigeschaltet werden. Also ich kann mir nicht vorstellen... Verdammt. Oder komme ich hier auch noch runter? Au. Bumm. Mist. Doof. Schnu. Boing. Kaboom. Verdammt. ich kann mir nicht vorstellen, dass man gleich von Anfang an in jedes x-beliebige Gebiet reingehen darf, sondern das wird wohl so sein, auch wie bei den GTA-Teilen, dass man eben nach und nach ein bisschen was einfach freischaltet und so. Generell, auch wenn ich die ganze Zeit hier irgendwie über GTA und so weiter rede, das bringt mich so ein ganz klein bisschen darauf, dass ich auch generell immer mal wieder mit den Gedanken gespielt hatte, irgendeinen GTA-Teil so richtig zu let's playen, weil ich persönlich kann mit den GTA-Teilen durchaus was anfangen, also bin ich schon... ein kleiner Fan von, auch wenn das erst so seit dem 3D-Zeitalter, oder sprich seit Vice City eigentlich erst so geworden ist. GTA 3 fand ich damals auch nett, aber hat mich jetzt nicht so gepackt, offen gesagt, habe ich noch nie durchgespielt. Vice City wiederum fand ich extrem genial, habe ich durchgesuchtet mehr oder weniger und habe ich auch nach der Story, nach der Haupthandlung noch immer mal wieder eingelegt und ein bisschen für mich selber gespielt. GTA San Andreas fand ich auch ziemlich cool, auch wenn es vielleicht ein bisschen an so mancher Stelle too much war einfach, weil es war einfach so riesengroß und man konnte überall so viele Sachen entdecken und so, aber irgendwie, es war geil, ja, das damals einfach so zu spielen. Und was war dann noch? Naja, GTA 4, ja, da habe ich die Hauptstory durchgespielt, fand ich auch sehr interessant, fand auch manche Charaktere ziemlich cool und so und ja, jetzt freue ich mich eigentlich nur auf GTA 5. Wenn es dann jetzt September oder so kommt. Ich glaube, es soll ja im September erscheinen. Und, ja. Das Blöde bei den GTA-Teilen ist nur immer, zumindest wenn man es auf Konsole zockt, irgendwie mit diesem Anker hier sowas Besonderes, oder? Der glitzert doch nicht umsonst so. Oder bin ich blöd? Vielleicht ist es ein besonderer Lego-Gegenstand, den ich irgendwann mal einsammeln kann oder so. Vielleicht, aber auch nicht. Was soll's. So, Schnups. Ich rede gleich weiter, was GTA angeht. Aha. Ich soll hier scannen. Und dann vermutlich den Übeltäter, den bösartigen Clown des Todes irgendwie suchen. Nee,
Was mich zum Beispiel daran gehindert hat, jetzt GTA 4 speziell zu Let's Playen oder so, war einzig und allein die Tatsache, dass das wieder so eine Copyright-Geschichte ist, hauptsächlich wegen der Musik, wovor ich einfach so ein bisschen Angst hatte. Ich könnte natürlich auch die ganze Zeit, ja, das ist dann eben nur die Sache, dass man dran denken muss, wenn man im Auto sitzt, dass man die ganze Zeit das Radio dann so einstellt, dass dann entweder gar nichts läuft oder vielleicht nur ein unverfänglicher Radiosender oder irgendwie sowas in der Art, so dass man dann eben hinterher keinen Ärger bekommt. Aber das ist dann immer so ein bisschen doof, weil irgendwie Musik gehört auf eine gewisse Art und Weise zu den GTA-Teilen auch dazu. Es ist einfach so ein geniales Gefühl, das Radio anzumachen, auf einen coolen Sender zu schalten und dann nebenbei noch geile Mucke zu hören, während man eben mit dem Auto durch die Stadt cruist. Für mich gehört das irgendwie ein bisschen mit dazu. So, na dann. Ich will jetzt hier irgendwo jemanden suchen. Du nicht? Ah, Verdächtiger. Na klasse. Wie soll ich denn da reinkommen? Der scheint irgendwo auf dem Schiff zu sein. Suche einen Weg auf dem Steg, um dann auf das Schiff zu gelangen. Kann ich einfach sagen, hallo? Hey, Officer. Ich bin Polizist. Können Sie mir einen Gefallen tun? Ich muss das Tor aufkriegen. Mach ich doch gern. Prima. Mir nach! Warum ihm nach? Ich hätte es gesagt, mit dem komischen Fahrzeug einfach durch das Tor brettern. Aber es scheint wohl stabiler zu sein als... Na gut, okay. Was muss man... Hier muss man wahrscheinlich Knöpfchen drücken oder so. Stellen Sie sich auf die Kisten, ich hebe sie an. Ah, schlau gedacht, Kollege. Gut. Dann hebe mich mal an. Genau. Ich doch nicht. Nö, nö, ist schon in Ordnung, Kollege. Du tust das ja alles für die Polizei, dein Freund und Helfer. Ja, 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 ja. So, Tür. Bam. Zack. So, nebenbei Steinchen einsammeln. Zack. Wie gesagt, wofür sind die Steinchen? Irgendwann muss doch da mal was kommen. Maschinchen. Drücken. Hebel. Und so. Ah. Ding, 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 ding. Diese Tür ist eindeutig auf. Offen. Kein Problem. Nein, nein. Kein Wort zum Vorarbeiter. Hier kann man sich noch überall umgucken und so. Was ist das hier hin zum Beispiel? Das sieht irgendwie so geheimnisvoll aus. Kann ich schwimmen? Tatsächlich, ich kann ein bisschen schwimmen. Plups. Wow. Boah, ich rutsche hier die ganze Zeit aus. Bei diesem dämlichen Stein. Ugh. Na komm, ich will doch nur da hoch. Ja, ja, warum kann ich nicht? Ich muss doch, das ist so, der rutscht die ganze Zeit auf den Stein aus. Ich will doch nur hier hochspringen. Wuhu! Da, wow, 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 wuhu! Ich kann nicht springen, das finde ich scheiße. Doppelsprung kann ich auch nie machen, das ist auch blöd. Dann müsste ich bestimmt hier irgendwie eine Fähigkeit aktivieren oder so. Das ist ja herzergreifend. Jetzt nur die ganz interessante Frage, wie komme ich hier wieder hoch? Hilfe! Hilfe! Vielleicht irgendwie dort hinten. Das ist sehr schön, dass sie bei Hafenbecken niemand daran denken, irgendwie, dass vielleicht mal jemand hier reinplumpst. Und deswegen überall so kleine süße Treppen und Leitern und dergleichen sind. So! Hi, ich bin Chase McCain, ich bin ins Hafenbecken gefallen, aber egal. Ab zum Schiff. Clown einsammeln. Wie komme ich bitte auf den Frachter? Ich pfeife einfach und Larry macht dann mit dem Kran den Rest. Prima. Und das passiert, sobald meine Mittagspause vorbei ist. Okay. Also nie, weil mir eine Möwe mein Sandwich gemopst hat. Ich gehe es für Sie suchen. Sie erkennen mein Sandwich an der Größe, die Sandwich zu haben. Ah! Möwen! Nein! Warum soll ich jetzt ein Sandwich für ihn suchen? Und vor allem wo? Und vor allem... Ah! Ist es nicht mein Sandwich? Hier, Möwe, geh weg, hau ab! So, husch! Du fliegende Ratte! Du hast das Sandwich des Vorarbeiters gefunden. Ich habe keine Ahnung, ob Gurke drauf ist oder nicht. Ach Quatsch. Irgendwie habe ich auch Hunger. Total Bock auf ein cooles Sandwich. Der Typ hier will aufs Schiff. Hilf ihm mal. Klar doch, Boss. Ja. Ich mag übrigens die deutsche Synchro total. Ich finde die echt gut. Wirklich. Ist ja auch neu in Lego-Spiel.
ganz lange haben sie auf Sprachausgabe bewusst verzichtet. Und das Ganze war mehr dann so eine ziemlich eine auf, ja, Mimik und Gestik beruhende Angelegenheit. Was auch sehr viel Spaß gemacht hat. Aber mittlerweile in Lego-Teilen ist Sprachausgabe ja einfach mit dabei. Insbesondere Lego Herr der Ringe zum Beispiel. Ich glaube, war Lego Herr der Ringe nicht sogar das erste? Oder kann mich da jetzt auch täuschen? Aber da war die Synchro ja auch eigentlich recht gut gelungen. Zumindest das, was ich von Lego Herr der Ringe so gesehen habe. Ich selber habe das Spiel nicht. Obwohl es sicherlich auch ein cooler Lego-Teil ist, müsste man sich vielleicht mal bei Zeiten besorgen oder so. Aber es gibt noch so viele coole Lego-Teile, was man sich da nicht noch alles holen kann. So, komm her, du Clown. Ich mag dich nicht. Ja, wie jetzt? Ja, nee, Wasserspringen ist doof. Ich war hier doch schon mal. Verdammt. Ich wollte nicht wieder nass werden. Nein, warum ist der Clown so schnell? Doch, ich krieg dich wohl. Ich krieg dich. Im Namen des Gesetzes. Halt. Ich zeig dir meine Dienstmarke und du musst dann vor Ehrfurcht erstarren oder so. So, hier, ich kann voll abkürzen. Und BÄM! Ja, da haben das nicht gerechnet. Zack, Handschellen anlegen. Cherry Tree Bankraub, Fall beendet. Cool, aber wo ist die Beute? Ist immer so. Kapitel 2, eingeholt von der Vergangenheit. Ach nee, die Beute war wahrscheinlich im Transporter, den wir schon beim Anfang dann direkt kaputt gemacht haben, oder? Schau auf das, berühre das Aufleuchtende. Ah ja, das würde ich immer wieder vergessen. Na, hast du diese Clowns schon geschnappt? Ja, Chief. Dann geh und kümmere dich um die Straßensperre auf der Auburn Bay Brücke. Diese Anfänger haben es versaut. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Okay, Straßensperre, auf Brücke und so. Machen wir. Gut, dass wir diese Bankräuber-Clowns festgenommen haben. Sonst hätte es vielleicht den reinsten Medienzirkus gegeben. Einen Medienzirkus, weil sie doch als Clowns verkleidet waren. Wie beim Zirkus. Zirkus-Clowns. Ist das Ding an? Ist gut, Frank. Das war übrigens Frank Honey. Ist schade, dass ihr den Namen dann immer nicht seht, aber das sieht man ja dann auf dem Gamepad. Gut, nee, während ich hier die ganze Zeit wunderbar flocke ich Sachen einsammeln und so weiter, denke ich mir jetzt in dem Moment allerdings auch gleichzeitig, dass das vielleicht der ideale Moment wäre, um dann eine kleine Pause einzulegen, quasi gesehen. Das war dann, ja, der Startschuss für mein Lego City Undercover Let's Play. Definitiv ein Spiel der anderen Art. Definitiv ein Spiel, das man eigentlich mögen muss. Ich weiß nicht. Es hat so... Mir gefällt es total. Oh, da hinten ist sogar eine... gibt es so eine Lego-Freiheitsstatue oder sowas. Da kommen wir dann bestimmt auch später noch hin. Es ist generell irgendwie ziemlich an, ja... Liberty City angelehnt. Vielleicht auch so ein bisschen. Also Liberty City GTA, klar. Und Liberty City ist wiederum an New York angelegt und diverse andere amerikanische Großstädte. Egal, so, ja. Mir gefällt das Spiel wirklich sehr, sehr gut. Ich hoffe euch auch so einigermaßen. 0,7%. Das Spiel wird happig. Ich habe von einigen schon gehört irgendwie, dass man 30 bis 50 bis 60 Stunden oder so dran sitzen kann, wenn man wirklich alles haben will. Ob ich wirklich alles haben will, ist dann wieder die andere Frage. Vielleicht machen wir auch nur die Story durch oder so. Das entscheide ich dann einfach im Laufe des Let's Plays. Ja, für den Moment soll es dann aber gewesen sein. Ich war der Herringway, das war Lego City Undercover. Ich sag dann jetzt einfach mal tschüss mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.